So, ihr Lieben, es ist 15 nach 10. Es ist Ulig stilles Örtchen-Time. Endlich mal in Ruhe reden. Seid ihr da? Hallo, wie schön, wie schön, wie schön. Susanne Hesse, 315. Ich freue mich. Ihr Lieben, sollen wir noch warten, bis alle da sind? Beate Becker, hallo. Katrin 9270, ich freue mich sehr. Ich glaube, ich muss mir meine Brille aufsetzen mittlerweile. Ihr seht, es ist ein bisschen neu dekoriert. Ihr seht auch, ich habe einen neuen Faszinator, weil ich hatte ja Geburtstag. Und ich habe von meiner Freundin Tanja, die hat sich überlegt, was sie mir zum Geburtstag schenkt, und hat gedacht, ein neuer Faszinator wäre Zeit. Und ich muss sagen, sie hat natürlich total recht, weil es ist ja wichtig, dass ich einen neuen Faszinator habe, oder? Was meint ihr? Und dann soll ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Ich liebe ja Geschenke. Ich liebe es. Also passt auf. Einmal habe ich heute bekommen ein kleines Kissen für mein Popöchen. Ne? Damit ich ein bisschen weicher sitze. Es ist herrlich. Dann habe ich bekommen so ein für mein stilles Örtchen so ein kleines Kästchen, wo ich zum Beispiel für die Hitze einen Fächer bekommen habe. Ich finde, ich habe heute auch alles farblich abgestimmt. Ihr seht, schön. Sagt man lila oder sagt man jetzt purple? Ich habe keine Ahnung. Ich fange auch schon an zu schwitzen. Also das kann man wirklich nutzen. Das habe ich bekommen. Schaut mal. Und dann habe ich, das ist auch ganz toll, schaut mal, weil ich doch immer so einen freshen Lippenstift benutze, habe ich so eine Dose gekriegt. Guten Abend aus dem Wonnegau. Grüße zurück, guten Abend. Habe ich eine Dose gekriegt und da drin versprüht es einen Duft. Fürs stille Örtchen braucht man immer einen guten Duft. Dann, ach ja, heute dürfen auch nicht fehlen die guten gefrosteten Weintrauben. Habt ihr auch was Gefrostetes dabei? Altrosa sagt man dazu. Ja, ist eher altrosa als lila. Meinst du? Wir haben ein kleines Getränk. Wie immer, Pfirsichmarkt mit Sekt, Stößchen zum Wohl. Was trinkt ihr? Abend aus dem Pott. Zurück, Sashiko Yumi. Ja, Mensch, ihr habt aber auch manchmal wilde Namen, muss ich sagen. Wirklich wilde Namen. Da weiß man gar nicht, wer dahinter steckt. Wally K. 219. Bist du 219 geboren oder bist du 219 zu Instagram dazu gestoßen? Das ist ja eine interessante Frage. Oh. Schaut mal, dann habe ich, das finde ich auch ganz toll, also meine Freundin Christine, der ich sehr danke, von der ich diese verschiedenen Rottöne meines freshen Lippenstiftes bekommen habe, von der habe ich, und tatsächlich bin ich bei der öfter zu Besuch und habe das bei ihr auf dem stillen Örtchen gesehen, lange bevor ich das stille Örtchen gemacht habe. Und guck mal, was das ist. Das ist alt, aus dem Antiquariat, das kannst du so drehen. Hupt nicht, dass ich das jetzt kaputt mache. Dann hast du einen Spiegel, schaut mal, dann kann man sie anschauen. Und da rein, ups, habe ich meinen Lippenstift getan, damit ich auch nochmal nachziehe. Ich habe mich heute für rosa entschieden, fand das ganz schön. Was habe ich noch bekommen? Oh ja, hier unten habe ich, den wollte ich aber jetzt nicht trinken. Ich dachte, das machen wir dann mal zusammen. Einen Geburtstags-Happy Birthday Sherry Mango aromatisierte weinhaltiger Cocktail enthält Sulfide. Naja, bekommen. Und dann habe ich noch verschiedene Formen, das finde ich auch sehr schön, von so Raumdüften bekommen. Ja, damit ich dann, ich glaube, die haben alle Sorge, dass es auf meinem stillen Örtchen mufft. Ich meine, hier mufft es ja nicht. Seht ihr, entschuldigt, jetzt war mir so kalt, jetzt habe ich mir Socken angezogen, die kann ich gleich wieder ausziehen, weil jetzt, kaum rede ich mit euch, steigt mir die Hitze ins Gesicht. Und dann habe ich, das möchte ich auch noch zeigen, ich nehme wieder mal ein bisschen Löschpapier, ne, um das zu beruhigen, was da schon wieder los ist. Schaut mal von meinem Sohn. Schaut mal, was ich bekommen habe. Seht ihr das? Ist das nicht schön? Und wisst ihr, was das ist? Schaut mal. Er sagt, das ist ein Chamäleon, was die Farbe gerade nicht annehmen kann. Das heißt, es kann sich nicht mehr verstecken. Und so ist das ja manchmal. Manchmal kann man sich nicht mehr verstecken und kann die Farbe nicht mehr wechseln. Ja, das... Oh, oh Gott, jetzt sind meine Karten runtergefallen. Ich habe doch so viele Fragen mir für die Mimi rausgesucht. Aber erstmal wollte ich euch erzählen, bevor die Mimi gleich zu euch kommt, weil
Ich brauche eure Hilfe. Hört mal zu, das ist ein bisschen verrückt. Ich war ja gestern in München. Ne? Ich bin gestern nach München gefahren, zurückgefahren. Ich habe da auch eine kleine Story gepostet. Übrigens habe ich meine Hände am Steuer gehabt. Ich habe nach vorne geschaut. Ich rede auch sonst mit meinen Kindern hinten. Also es ist überhaupt nicht gefährlich. Ich wollte euch das eben bei dieser sengenden Hitze zeigen, dass ich da in München war. Und zwar hatte ich in München... Ich hatte ein Social-Media-Influencer-Gespräch. Das ist, glaube ich, das Absurdeste, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich meine, Regiegespräche habe ich schon gehabt, Rollenvorbereitung mit Produzentin, Text lernen, Maske, Kostümproben, das habe ich alles schon gehabt. Aber ein Social-Media-Influencer-Gespräch habe ich noch nie gehabt. Und ich saß da und hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja? Und dann haben die mich so Sachen gefragt, wie sind denn deine Insights und wie ist die Engagement in ich kann es gar nicht aussprechen. Ich habe dann immer gefragt, wie das auf Deutsch heißt. Auf Deutsch gibt es da irgendwie keinen Begriff, die Engagement Rate. So, und dann wie viel Likes und wer liebt, mag das und Kommentare. Und dann haben die mich gefragt, ob es Leute gibt, die wegen mir sich bei Instagram angemeldet haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass mal irgendwann ich ein paar Nachrichten gekriegt habe, weil ihr schreibt ja auch manchmal, ich weiß auch nicht, wie das geht, ich bin da neu auf Instagram. Also, jetzt habe ich diese Frage an euch, weil das ist nämlich total wichtig, weil die Engagement Rate, und es geht, auf lange Sicht geht es ja darum, dass wir dann mal einen Klopapiersponsor finden. Ne? Das ist ja der Grund, dass jemand sagt, ich finde das Stille Örtchen so toll, ich unterstütze das. Ja, damit ich das auch noch lange weitermachen kann, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt der Produktionsfirma, ich drehe jetzt ab 18. August drehe ich einen Film, habe ich gesagt, ihr Lieben, ich kann am Donnerstag und am Sonntag, also Sonntag kann ich sowieso abends nicht drehen und am Donnerstag muss Schluss sein um 9:30, weil ich muss mich vorbereiten für Stille Örtchen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ihr habt ja, wer zugeschaltet hat am Donnerstag, hat gesehen, dass der Herr Karl vom Set sich gemeldet hat und das, weil er den Produzenten kannte, ich kannte den Produzenten, weil der Produzent das Stille Örtchen mag, hat er gesagt, 50 Teammitglieder stehen und Herr Karl darf das Stille Örtchen machen. Das geht natürlich normalerweise nicht. Also eine Drehminute ist richtig teuer, kostet richtig Geld. Und ich sage jetzt den Produktionen an, ich kann dann ab 9:30 nicht mehr drehen. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, weil ich will das weitermachen, dass das irgendwann... Da gibt es ja dann auch so englische Ausdrücke, keine Ahnung, dass ich das weiter, weil versteht ihr jetzt, die Leute es ernst nehmen, dass die nicht sagen, naja, die macht da so ein bisschen so Instagram Live. Nee, das ist doch nicht ein bisschen Instagram Live, das ist doch eine Sendung, oder? Wir sehen uns doch zweimal die Woche und machen doch zusammen Abend, das ist doch nicht mal ein bisschen irgendwie Pillepalle. Ich meine, das finde ich unverschämt. Ich freue mich auf euch, ihr freut euch doch hoffentlich auf mich. Was schreibst du, Nina Simone, frag doch einen Lippenstiftsponsor an. Das stimmt, das könnte ich eigentlich machen. So, gibt es irgendeinen Lippenstiftsponsor da draußen, der Lust hätte? Das könnte ich doch fragen, oder? Nein, und jetzt ist es eben so, dass, und da brauche ich euch, dass ich euch bitte im Nachhinein, nur wenn das geht und wenn euch das keine Mühen macht, ich speichere das ja, dass ihr diesen Beitrag, dass ihr, wenn es euch gefallen hat, sozusagen Herzen gibt und dass ihr einen Kommentar schreibt, weil das, sagen die, ist sozusagen wichtig, weil dann werden die Herzchen, das ist die Engagement Rate, ich verstehe das nicht so richtig, du zählst die Herzchen plus die Kommentare zusammen, teilst das durch die Followerzahl, nimmst das mal 100, ich finde ja Prozentrechnen ist einfacher, daraus ergibt sich, wie viele Leute das schauen und ob das relevant ist. Habt ihr es verstanden? Also Herzchen plus Kommentare geteilt oder mal? Nee, geteilt durch die Followerzahl mal 100. Das ergibt das. Und das muss man dann irgendwie aus... Oh Gott, ich muss die Mimi reinholen. Oh je, ich rede hier über diesen absurden Engagementrate, wie auch immer. Also das wäre wichtig. Und die, die noch auf Facebook sind, weil ich mache es ja auch auf Facebook, also Facebook wird ja alles geteilt. Das fand ich total nett. Da habe ich jetzt geschrieben, da hat mir einer geschrieben, ja, ich habe dich doch abonniert. Ja, abonnieren ist das eine, aber man muss irgendwie auch noch den Gefällt-mir-Button drücken, weil Abo ist irgendwie nicht so wichtig, obwohl ich das viel wichtiger finde, weil dann kriegt ihr mit, was ich mache. Ich verstehe es alles nicht. Ist auch völlig egal, oder? Versteht ihr das? Geht's euch eigentlich gut? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ist bei euch heiß? All das irgendwie könnt ihr mir mal schreiben. Du findest mich toll, Blumenmädle? Ich dich auch. Und ich finde, du hast ein geiles Profilbild. Franzi692, ich hole jetzt mal die Mimi rein. Weil die ist ja auch so ein... Warte mal, jetzt kriege ich die schon wieder nicht rein. Ach, es ist zum... Doch jetzt.
Da ist sie. Die kennt sich ja nun auch. Auch so ein Mega-Influencer. Guck mal, ich schwitze wie ein Tier. Ich weiß gar nicht, ob diese Löschblätter helfen, ob man nicht lieber das Klo. Du spinnst! Was machst du? Ich bin im Klo! Das ist herrlich! Du hast die Metrofliesen? Das sind die Metrofliesen? Ja! Geh mal weg da! Lass mich mal die Metrofliesen schauen! Aber guck mal, das ist noch viel besser! Schau mal! Gleich mal! Das ist ein schwarzes Klo! Wie klingt deine Spülung? Aber dann, warte, warte, so. Hör mal meine, hör mal meine. Deine ist sehr leise. Ja, aber deine hat vielleicht ein bisschen mehr Wumms als meine. Ich muss dazu sagen, ich bin eingezogen in diese Wohnung, da gab es das Klo schon und ich habe die Wohnung eigentlich nur mit Otto gemietet, weil die Toilette aussieht wie ein Dschungel. Ich dachte, Otto hätte die vorher schon gehabt, das Klo, da hätte ich mich sofort in ihn verliebt. Nein. Doch, es ist ja mega, das Klo, Entschuldigung. Das ist eine Dschungeltoilette. Es ist super. Und geht die Tapete da runter an der Seite? Was trinkst du dann? Trinkst du einen Smoothie dazu oder was? Ich trinke immer Smoothie auf dem Klo. Auf dem grünen Klo, grünen Smoothie. Auf der roten Toilette was Rotes. Ja, ist das schön an dir, Mimi, dass du immer vorbereitet bist. Das immer. Ist jetzt auch sehr schön, wie niedrig du die Kamera gehalten hast, dass du in dieser leichten Bockstellung das. Jetzt sitze ich, ich sehe aus wie eine Matruschka. Meine liebste Elena, erstmal muss ich dir sagen, vor dir sitzt ein Riesenfan. Ich liebe dein stilles Örtchen. Ich liebe alles, was du machst. Ich habe das mit dem Influencer auch nicht begriffen. Aber ich glaube, schau mal, ich habe extra, schau, diese Toilettenfirma, die heißen Ceva. Hast du die angeschrieben? Nee, aber wir könnten die ja, kannst du die, man kann die doch markieren. Wenn du darfst es nicht sagen, wenn du das Wort sagst, musst du jetzt sagen Werbung, sonst kriegen wir beide Ärger. Werbung, 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 Werbung. Aber ich hatte die Idee, die Menschen, die das Video jetzt sehen, ja, also später sehen, die sollen doch einfach die Toilettenpapierfirmen ihres Vertrauens in den Kommentaren markieren. Ha! Wirklich, das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Entschuldige, man sagt schon wieder, man hört mich schlecht. Ich drehe durch. Ich höre mich super. Pass auf, ich habe ein iPhone. Oh, Werbung, Markierung. Ich brauche dann ein besseres. Das kennt sich damit aus. Ich habe so ein Mikrofon. Wenn das nicht gut ist, dann müsst ihr mir sagen, was ich holen soll. Ich bin ja lernfähig. Mimi, hör mal zu. Wir müssen uns erstmal besprechen. Du bist ja auch so ein wahnsinniger Influencer. Influencerin. Auf gar keinen Fall. Total tief drin und so. Ne? Nein. Ich weiß. Aber es ist, weißt du, was ich dir sage? Ich habe das ja früher, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich das ja belächelt. Die Influencerschaft? Ja, weil ich habe das auch gar nicht verstanden. Und jetzt bin ich gerade total verliebt. Habt ihr gehört da draußen? Ich bin total verliebt in euch und ich bin total verliebt in Stille Örtchen. Und ich mag eigentlich nur noch auf meinem stillen Örtchen mit euch sitzen. Wirklich. Weil ich bin frei. Ja, und weißt du was, Elena? Das Ding ist, man kann es so leicht selber produzieren, weil wir vor allem, wir Frauen, ich bin gerade in meiner feministischen Phase, wir Frauen sind ja so, wir müssen ja so warten, bis da jemand Männliches uns besetzt, spucke schon wieder, uns Sendungen gibt und so. Und das kann man ganz schnell und ganz gut selbst. Wir haben ja jetzt dieses Instagram-TV entdeckt. Und wenn wir so ein bisschen Kröten dazu bekommen, dann kannst du daraus ein super Format machen. Und dann können noch mehr Leute gucken, du erreichst noch mehr. Ich sage dir, die sollen das markieren. Was isst du da? Gefrorene Trauben. Gefrorene Trauben? Elena? Wahnsinn. Und was ist das überhaupt für ein Lippenstift? Was ist überhaupt für ein Lippenstift? Weißt du, was der Punkt ist? Du musst ein bisschen leiser machen, meinen Ton, weil ich halle in deinem Dschungelbad. Du hast nämlich diese Metrofliesen an der Wand und die geben den Halt zurück. So, jetzt besser? Ja. Ich kann aber auch die Tür aufmachen. Hast du tatsächlich damit geheiratet, Schatz? Hiermit habe ich geheiratet. Jetzt geht's besser, weil die Tür ist auf. Das ist super.
Das, ich finde, das, du hast, so wie du jetzt aussiehst, geheiratet. Das habe ich auf dem Kopf gehabt. Das ist mein Nachtgewand. Nein. Ich habe schon mein Nachtgewand an. Du schläfst doch nicht so im Bett. Naja, nicht so zugeknotet. Aber ich konnte es nicht ausmachen, weil man sieht, man die... Die kommen raus? Ja, nicht ganz raus, aber die kämen jetzt rein theoretisch. Also ich meine, ich kann es ja mal zeigen. Kannst du nicht vorne mal zudecken, aber ich will das da drumherum sehen. Das hier? Nee, was ist dein Nachtgewand? Zeig mal. Guck mal. Oh. Mimi. Da. Oh. So gehst du ins Bett? Oh. Was? Der Herr Karl wäre im Glück, wenn ich so ins Bett gehen würde. Wie gehst du denn ins Bett? Hast du nicht? Du hast wahrscheinlich gar nichts an. Gut. Böse Zungen würden das behaupten. Ich würde sagen, ich habe eine gut. Eine? Ich habe eine Männerboxershort an. Elena! Die streife ich aber dann ab, wenn keiner mehr schaut. Weißt und du, dann habe ich ein T-Shirt an. Ein Oversize-T-Shirt, ist nicht sexy, ich weiß. Das ist ja sexy bei dir. Also weißt du, die kroatischen Frauen verbieten Jogginghosen. Echt? Und Boxershorts. Mhm. Echt? Mhm. Und du gehst im Seidennachthemd ins Bett? Ja. Aber immer im gleichen. Vielleicht. Immer im gleichen. Naja, hast du mehrere. Ja. So, pass auf. Das will ich jetzt, aber das ist ein interessantes Thema. Ihr Lieben, ja. Ich möchte bitte, dass ihr mir nachher schreibt, wie ihr ins Bett geht. Das finde ich eine tatsächlich eine interessante Frage. Also ich habe eine Boxershort an, die besonders weit ist. Weißt du, weil ich hasse es, wenn die um meine weiche Hüfte einschneidet. Das Fleisch um die Hüfte herum, also das wird ja so ein bisschen weicher, weißt du, beim mittleren Ring. Aber dann hat man, deswegen habe ich doch so ein weißes Ding an. Weit. Das ist doch weit, da schnürt gar nichts ein. Ja, aber das wickelt sich doch in der Nacht noch mit deiner Bettdecke um dich rum, oder nicht? Da habe ich einen Trick. Ich nehme das Ganze, quetsche es mir zwischen die Beine. Ja. Und dann nehme ich die Bettdecke, ja, quetsche die mir auch wieder zwischen die Beine. Mit dem Bein, was ausgestreckt ist, wird Otto weggestoßen. Ja, verstehe ich. Dann habe ich meine Ruhe. Ja. Erstmal. Mhm. Und dann kann ich schlafen. Da schreibt jemand, also das passt nicht zur feministischen Mimi. Was? Das Nachthemd. Warum? Das ist eine interessante Frage. Sag doch mal, was die Hose sich die Ritze zieht, weil sie zu eng ist. Ja, da sagt deshalb ziehe ich so eine weite Hose an, damit sie sich nicht in meine Punkt zieht und nichts. Oh Gott, jetzt heute sind wir aber im Team. Das ist mir ganz unangenehm, jetzt schon wieder rot. Aber dieses, du siehst so ein bisschen aus mit dem Oberteil wie meine Babuschka. Ja, das wollte ich auch. Ich wollte aussehen für dich wie deine Babuschka. Aber hast du bist überhaupt wahnsinnig erzählt? Schön, Mimi. Das du bist auch wahnsinnig sagen. Schön. Nee, ich finde, doch. Du bist wahnsinnig schön. Du bist auch mal, hör auf, immer doch zu sagen. Du warst vor 15 Jahren schon wahnsinnig schön. Aber ich finde, das Alter ist besser bei dir. Ich finde auch, dass wir im Alter besser geworden sind. Ja, und weißt du warum? Weil du ein bisschen was zugenommen hast im Gesicht. Du warst früher eher so, nicht ziegig, aber weißt du, was ich meine? Du hattest so ein spitzeres Gesicht. Ich habe ja nicht nur im Gesicht zugenommen, Elena. Du scheinst wohl was verpasst zu haben. Ja. So richtig zugelegt. Seitdem wir uns, also wir haben uns das letzte Mal so richtig gesehen, halt eigentlich immer noch, ich habe die Türsperrangel weit offen. Wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich gesehen? So richtig gesehen? So richtig? Ja. So richtig, richtig? Mhm. Mhm. Kann ich dir sagen. Aber da habe ich geistige Umnachtung, weil ich da schwanger war und das durfte keiner wissen. Ach ja. Bei der Paul-Panzer-Show. Aber das ist an uns beiden, glaube ich, total vorbeigegangen, weil ich glaube, dass du dich an dem Abend in Otto verliebt hast und ganz woanders warst und ich bei meiner Schwangerschaft war und immer Schiss hatte, weil ich den ja, das war ja noch inoffiziell, weil die doch wollten, dass die letzte, also das letzte Spiel in dieser Show sollten wir doch auf dem Bauch uns hinschmeißen und über so eine Seifenmatte rutschen. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und dann haben die gesagt, dann ist es ein Dealbreaker, dann brauche ich nicht kommen. Und dann haben sie dich gefragt, ob du das machst. Und ich haben sie dann gefragt, warum ich das nicht mache, weil sie dachten, ich will mich nicht lächerlich machen. Und dann habe ich gesagt,
Ich hätte einen Bandscheibenvorfall. Hat ja auch fast gestimmt. Mit jeder Schwangerschaft hat man das ja. Und ich bin gerutscht mit Martin Rütter. Ja. Und du bist aber schneller gerutscht. Ich bin schneller gerutscht. Und mit, du hast beim Rutschen alles rausgeholt. Genau, ich habe beim Rutschen alles rausgeholt. Und mitgerutscht ist noch der Bülent Ceylan. Und ich war schneller als Bülent Ceylan und nicht Martin Bülent Rütter. Ceylan, der war nicht bei uns. Doch, mit dem bin ich auch gerutscht. Bei uns war Kaya Janan. Oh Gott. Und Uwe Ochsenknecht. Stimmt. Und Jorge González. Stimmt. Da habe ich doch so abgelost bei dem Spiel. Ich doch auch bei dem einfach, fürchterlich. Das habe ich gar nicht verstanden, was die von mir wollten, Elena. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich hatte total den Blackout. Ich glaube, ich musste 4-4 zusammenziehen. Aber Bauch bist du da in einer Gradezza, möchte ich sagen, durch die Show gerutscht. Gerutscht wie eine Eins. Absolut. Und da habe ich den Otto kennengelernt. Aber da warst du schon in der Maske völlig wuschig, wenn ich das sagen darf. Und das ist ja völlig wurscht, ob man Zimmeristin ist oder nicht. Wenn man sich verliebt, ihr Lieben, dann ist man wuschig. Ich bin heute noch wuschig, wenn der kommt. Der hat vorhin angerufen, da war ich so wuschig. Aber ich liebe deinen Herrn Karl und dich. Ach, der ist auch toll. Wirklich, ihr seid so ein... Wirklich, also wenn es passt, dann passt es halt. Allerdings. Und ich wollte auch immer einen Herr Karl. Und jetzt habe ich einen Otto. Da ist wieder Herr Karl halt in Otto. Ja, aber Otto ist super. Otto ist super. Aber das, soll ich dir was sagen, wie ich damals, das ist ja schon, weil du gerade über das Gewicht gesprochen hast, ne? Wie ich den Karl damals kennengelernt habe, war ich ja, also ich möchte nicht sagen die Hälfte, er bestreitet das, er meint, ich war so wie jetzt oder 5 Kilo weniger, ich weiß, und jetzt hört da draußen genau zu, ich weiß, dass ich, obwohl ich keine Waage mehr habe, aber ich habe die Klamotten im Schrank und ich weiß, dass das mindestens 30 Kilo sein müssen, weil da hängt eine 36 im Schrank und ich trage jetzt eine 44, tendierend immer mehr zu 46. So. Und er ist aber der Ansicht, ich war so wie jetzt. Ja, wenn ich Fotos von damals sehe, habe ich das Gefühl, ich war ein Leptosom. Was wollte ich damit eigentlich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ich hänge ja, pass auf. Und wenn wir damals unterwegs waren, haben alle immer gesagt, oh, was für ein tolles Paar ihr seid. Heute sagen sie, na, da hast du aber Glück, dass du so einen abbekommen hast. Na, wer sagt das? Doch. Wer sagt das? Wer? Also, ich sag dir was, das meinen die gar nicht bewusst, das sagen die so unbewusst. Wer? Schreib dir das ja, bitte auf, Elena, ich hau auch allen aufs Maul. Eine Familie, nein, zum Treffen irgendwo mit Freunden, und dann irgendwer sagt oder sagt, na, sie haben aber Glück mit ihrem Herrn Karl. Wo ich immer so denke, danke, ja, danke, dass ich auch einen, also so als wenn ich so, und dann sagen die immer, ihr trefft euch über den Humor, oder? Was für eine miese Nummer! Dann sagst du das nächste Mal, nee, wir treffen uns eigentlich über meine Momo. Ja. Das hast du nicht gesagt. Aber weißt du was, Elena? Das hast du nicht gesagt, das nimmst du jetzt zurück. Wir wissen, wir sind keusch und ganz brav, meine Lieben. Das nimmst du sofort zurück. Entschuldige, es ist mir so ausgerutscht. In meiner Sendung nimmst du das zurück. Ich nehme es zurück. Ich habe es nie gesagt. Ich sag nicht mehr Momo. Aber es stimmt doch. Ich meine, was erzählt, also wer sagt denn sowas? Wir treffen uns ja über den Humor, aber über den Humor haben wir uns ja damals auch schon getroffen. Und das Gute ist, der Humor vergeht nicht. Nee. Worüber trefft ihr euch eigentlich draußen? Seid ihr in der Partnerschaft oder nicht? Das sind übrigens alles Themen. Ich würde ja wahnsinnig gern, ich merke ja, ich würde so gerne mal mit über die Liebe konferieren. Soll ich dir mal was sagen, Elena? Also erstmal möchte ich möchte erstmal ganz kurz beantworten, viele Fragen. Ja. Erstens, wer ich bin. Ich bin Elenas Kollegin, würde ich sagen, obwohl Elena eindeutig die geilere ist. Ach. Und doch, jetzt bist du ruhig. Und Otto ist mein Ehemann. Mein geliebter Ehemann Otto. Und das ist wie ein Herr Karl, nur mit grauen Haaren. Und die Liebe, da habe ich eine These, darf ich dir verraten? Mhm. Echte Liebe ist nicht kompliziert. Nee, aber Mimi, und das weißt du auch, dass solange du der nicht begegnet bist, ja, denkst du, sie kommt nie und es ist ganz schwierig. Und da kommt, also ich meine, ich war 31, wie sie mir begegnet ist, ja. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass du immer wieder im Leben springst.
Weißt du, dass du sagst, egal wie die Tiefschläge sind, wenn da der vorbeikommt, derjenige, wo nur so ein Funken ist, dass du dann springst. Und ich sage euch eine Geschichte. Entschuldige mir, eigentlich will ich ja, dass du mir was erzählst. Aber darf ich dir eine Geschichte erzählen? Ich höre sehr gerne zu. Sprich, ich trinke. Es gibt eine Geschichte, ich kriege die nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt die Geschichte von, das ist eine ganz schöne Geschichte, da treffen sich zwei Männer und erzählen, der eine sagt, weißt du, ich habe das hundertprozentige Mädchen getroffen. Und der andere sagt, hast du es ihr gesagt? Und dann sagt er, nein. Dann sagt er, warum nicht? Naja, sagt er, was hätte ich ihr denn sagen sollen? Hätte ich sagen sollen, wir gingen von Westen nach Osten und ich von Osten nach Westen und auf der Straße standst du und dann ist ein Hauch bei mir vorbeigeweht, dass wir als junge Menschen uns gekannt haben und wussten, wir sind hundertprozentig füreinander bestimmt. Dann haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir sind's. Und dann haben wir der Liebe nicht geglaubt und dann haben wir uns getrennt und haben gesagt, wenn die Liebe uns, wenn wir das wirklich sind, treffen wir uns wieder. Und dann sind 30 Jahre vergangen, alles Mögliche ist passiert, sie sind krank geworden, alles, man hat alles vergessen. Und irgendwann, 30 Jahre später, geht der eine von Osten nach Westen und der andere von Osten nach Westen. Und für einen Moment wissen sie, da war's. Aber sie gehen weiter. Oh nein, warum gehen sie denn weiter? Ja, weil sie nicht frei. Und dann sagt er zu seinem Freund, weißt du, ich weiß, so hätte ich sie ansprechen sollen. Da kriege ich eine Gänsehaut. Ich auch, schau. Weißt du? Ich weiß, es ist nicht jedem vergönnt. Und das ist ja das Tragische an dieser Liebe. Wobei, ich glaube ganz fest daran, dass es sich für jeden gibt. Aber ich habe zum Beispiel, war ja so 2 bis 3 Mal verlobt. Einmal war ich auch verheiratet, ja. Und in jedem Fall habe ich immer gewusst, ja, er kommt noch. Und ich war so der totale Running Gag. Aber ich habe zum Beispiel richtig, richtig doll gespürt, dass der Otto, mein Ehemann Otto, da draußen einfach noch ist. Und ich den bloß finden muss. Und ich habe wirklich überall gesucht. Und als er dann da war, und du warst ja Zeugin dessen. Ich war letztlich dabei, möchte ich sagen. Du warst letztlich dabei. Ich war dabei. Da wusste ich das. Oder weiß man? Man weiß es, oder? Ich wusste es. Wir wussten es beide und es mussten noch ein paar Dinge drumherum geklärt werden, genau. Und das hat er dann gemacht. Und es ist immer noch so, wenn wir jetzt so zusammen sind oder wenn er noch schläft und dann gucke ich ihn an und denke so, das ist mein Ehemann. Da ist er. Ja. Wie lange bist du mit dem Herrn Karl jetzt zusammen? Du. 14 Jahre. Und ihr habt 4 Kinder. Und über das habe ich neulich festgestellt, ich bin jetzt 45 geworden. Weißt du, was komisch ist? Ich weiß nicht, das finde ich auch eine interessante Frage an die Leute draußen, dass man plötzlich nicht alt, aber älter geworden ist. Und wenn ich daran denke, meine Mutter hat mich gekriegt, da war die 22. Das heißt, wie meine Mutter 45 war, habe ich die Schauspielschule abgeschlossen. Krass, oder? Und meine Mutter kam mir aber immer steinalt vor. Das heißt, ich bin letztlich auch so alt, oder? Nein. Ich glaube, die Generation der Frauen heute hat sich verändert. Dadurch, meinst dass das du? Leben einfach, ja, wir sind schneller irgendwie. Also nicht schneller im Altern, sondern noch reger, wacher. Aber ich glaube auch nicht, dass deine Kinder dich alt sehen. Meine Mutter ist 18 gewesen, als sie mich zur Welt gebracht hat. Das heißt, als die Oma geworden ist, war sie so alt wie ich. Noch jünger als ich. Ich bin auch, also ich werde 45 in ein paar Tagen, ein paar Wochen. Wann hast du denn Geburtstag? Darf man am 11. September. Oh. Wann hast du denn Geburtstag? Ich hatte am Freitag. Oh nein! Es ist nicht schlimm. Komm wieder hoch, ist alles gut. Kann ich dir das schenken? Man sieht leider nicht, was es ist, weil es hat sozusagen. Es ist spiegelverkehrt. Der Wizard von Oz. Oh, Elena. Wie konnte ich das verpassen? Es ist nicht schlimm. Du bist heute bei mir und das ist ganz toll. Mimi, warte mal bitte. Wir müssen mal kurz klären. Ja. Weil das Leute fragen. Entschuldigt bitte. Mimi Fiedler ist eine große deutsche Schauspielerin. Ich werde jetzt, Ich werde kurz was verraten. Du hast mal deinen Namen gewechselt. Das muss. Falls das jemand nicht mitbekommen hat. Ach, das ist schon so lange her, die kennen den alten Namen gar nicht mehr. Miranda Leonhardt, weißt du, keine Sorge. Ich kenne sie. Ja, du, aber du kennst mich auch schon 100 Jahre. Meinst du, das weiß keiner? Es gab doch eine Kampagne, wo du einen Film gemacht hast mit 4 Frauen und da hattest du deinen Namen gewechselt. Genau, das war mit Annette Frier, der hieß Alles außer Sex.
Genau. Und dann habe ich mich verlobt und habe, ich fand auch immer, dass ich bin immer schon Mimi gewesen, immer schon. Also ich habe meinen Eltern relativ früh schon gesagt, dass ich bitte nicht mehr Miranda genannt werden will. Und dann, als diese Serie rauskam und ich verlobt war, dachte ich, ach super, den heirate ich, den Fiedler. Und alle haben gesagt, den heiratest du nicht. Und ach, der hieß Fiedler. Der hieß Fiedler, genau. Ach so, ich dachte, du hast sozusagen einfach einen Künstlernamen gemacht. Nein, Mimi ist mein Spitz- und Rufname und Fiedler dachte ich ja damals, dass ich so heißen werde. Das war meine Jugendliebe, den habe ich nach 20 Jahren wieder getroffen. Ach. Ja. Nein. Doch, der wollte mich damals nicht. Der war so ein cooler. Und dann muss man nach 20 Jahren einfach fürs Gefühl das nochmal, damit es so mal klar ist. Genau. Verstehe ich total. Also und ich verstehe es nicht mehr, weil ich habe ja einen, aber grundsätzlich würde ich es verstehen. Genau, und dann wollte er, dann waren wir ein Jahr zusammen und haben dann relativ schnell gemerkt, die Fantasie war schöner als die Realität. Wir haben überhaupt nicht zusammengepasst, aber er ist heute mit einer ganz, ganz wundervollen Frau verheiratet. Ganz süß, die passen sehr, sehr gut zusammen. Und versteht ihr euch? Nee. Oh, dann lassen wir also das nicht, dass wir uns nicht verstehen, aber wir haben einfach keinen Kontakt mehr. Also es war so ein, so wie deine Geschichte, nur anders. Wir aber er hat kein Problem damit, dass du den Namen behalten hast. Ah, ich glaube, am Anfang fand das ein bisschen blöd, aber ich meine, jetzt sind 8 Jahre vergangen, jetzt muss er sich bestimmt daran irgendwie gewöhnt haben. Aber so kam Mimi Fiedler zustande. Mhm. Und ich glaube, die Leute, also wenn manche haben vielleicht gerade Nachtschwestern geguckt, es lief gerade eine RTL-Serie. Nachtschwestern? Nicht nackt. Elena, was denkst du denn? Kommt da jemand? Hallo? Kommt da wer? Wer ist das? Ist das dein Mann? Nee, das ist mein Beutekind. Luis? Dein Beutekind? Sag mal hallo. Du musst von oben in die Kamera. Nein, aber wenn er das nicht will, nicht Kinder zeigen. Doch kein Kind. Ich bin doch kein Kind. Komm, zeig dich. Bist du, was machst du hier? Bist du komm rein, los. Was ich hier mache, ich sitze auf dem Klo, das siehst du doch. Sag mal hallo zu Elena. Hallo. Das ist kein Kind mehr, hallo. Ich bin kein Kind mehr. Louis. Auch komisch hochzukommen und dann sitzt die Stiefmutter hier auf der Toilette. Ja, wo soll ich denn von dir setzen? Elena, schau, und von diesen gibt es 6. Er ist das der. Ist ja der das ist ja der Wahnsinn. Wie alt bist du, Luis? 22. Und er ist ein Riese. Stimme auf, Luis. Und der bestaussehendste von allen. Natürlich, ich meine, das brauchen wir gar nicht drüber. Hast du, ich dachte schon, du hältst nichts an. Du hast eine rote Farbe. Ich habe schon wieder gespuckt. Also viel Spaß. Mir ist so heiß hier drin. Luis, nee. Da muss man sich gebührend verabschieden. Komm mal zurück. Also. Sag dir, weil wir haben ganz viele Damen, die zugucken. Und da muss man schon einen schönen Abend wünschen. Guck mal, schreib ein großer Hallo. Luis, die begrüßen dich. Hallo. Du, Luis, die Elena hatte Geburtstag. Können wir was singen? Komm, 1, 2, 3. Happy Birthday, liebe Elena. Happy Birthday to you. Vielen Dank. Ja, ich warte. Luis, wo bist du denn? In München? Das Internet ist wirklich, ich drehe durch. Das Internet ist weg. Ihr hängt. Ich sag euch, wie es ist. Ihr hängt. Hört ihr mich noch? Mimi hängt. Mimi ist weg. So, ihr Lieben. Das ist natürlich krass, oder? Dann hat man einen Geburtstagsständchen und schon ist der Ständchengeber weg. Felicitas, ich sehe dich, dass du da bist und ich freue mich, dass du zuschaust und ich hoffe, dass du bald kommst, meine Liebe. Wer möchte denn da draußen, dass die Felicitas Woll auch mal auf stille Örtchen kommt? Schreibt mir das doch bitte. Na, ich würde mich sehr freuen. Jetzt schaue ich mal, wo die Mimi hin ist. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen doch ein Foto machen. Das Ding hat das Internet zerstört. Das stimmt natürlich. Mimi. Luis, es tut mir ganz doll leid. Wir müssen jetzt ein Foto machen, aber du kannst auch ein Foto mit dir machen. Nein, danke. Ich lasse euch mal wieder allein auf der Toilette. Du willst kein Foto mit mir machen. Doch wollen schon. Pass auf, ich zeig dir mal. Wir haben gesungen und dann waren wir weg. Komm, du kannst mal schauen.
Du kannst mal schauen, wie das ist. Komm mal nach, pass auf, ich gehe, guck mal. Ah. Du wirst mein Unterteil, Luis. Und dann macht Mimi das danach. Was? Oder? Komm mal her. Nein, du. Schau mal. Ein bisschen höher noch, oder? Achso, ja. Nee, so. Warte, du musst näher. Nase ein bisschen zeigen, Mimi. Nase. Ihr müsst fotografieren, ihr Lieben. Bitte fotografieren. Ach so. Warte, ich muss runter. Du musst näher kommen, Mimi. Mimi, soll ich dir was sagen? Du hast ein viel geileres Licht als ich. Ich weiß nicht, wie man... So, und jetzt habe ich... Du sollst doch das Foto nicht machen. Ach so! Bist du verrückt? Elena. Nein, du sollst dich auf mich konzentrieren. Ach so! Du sollst doch nicht verkrampft das Foto machen. Warte, warte. Ich muss jetzt wieder was trinken. Trink noch einen Schluck und jetzt komm noch mal nach vorne. Luis, pass auf. Jetzt kommst du nach vorne. So, ja. Warte. Ich ein Stück zurück, du ein bisschen, warte, warte, so, dass wir übereinander, das ist genau ein, und jetzt lächeln, ja, hallo, mach dir ein Foto, bitte. Fertig? Ja, Luis, auch ein Foto, ich möchte auch ein Foto. Luis, komm. Mit männlichem Mund. Komm, was Junges, Knackiges, habe ich noch nie ein Foto gemacht. Ja, mal die Brille ausziehen. Ja, mal Brille aus. Das sieht super aus. Meine... Guck mal, ihr Lieben, wie jung ich bin. Yeah. Danke schön. Schönen Abend, Luis. Tschüss. Tschüss, Luis. Tschüss. Wahnsinn, herrlich. Ich schwitze was schon. Was hast du für geiles Licht, Mimi? Du hast kein... Aber du musst dir doch so ein Ringlicht besorgen. Das kriege ich jetzt. Wisst ihr, ich kriege das jetzt, da warte ich drauf. Meine Mutter wollte mir ein Ringlicht schicken. Also meine Mutter, die ja eben jung ist, schickt. Ich habe mir so ein komisches Licht gekauft. Guck mal, sowas hier. Nee, das Ringlicht ist super. Das leuchtet alles weg. Nicht, aber dass du bräuchtest, ja, Elena. Warte, das halt doch bestimmt. So, Mimi, jetzt müssen wir aber mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ja. Ja? Du hast nämlich auch auf Instagram eine Sendung, die gerade pausiert, oder? Ich habe noch eine Folge am Donnerstag um 20.15 Uhr und da geht es um das Thema Alkohol. Und die Sendung heißt Soul Circle. Ich trinke Alkohol. Du kannst den ruhig trinken, nur ich trinke ihn nicht mehr. Ich trinke das hier. Okay, aber ich darf ihn trinken, ich trinke auch nicht so viel. Jeder darf ihn trinken. Den Soul Circle, da machst du aber, das ist schon wissenschaftlich oder also informativ, sagen wir mal so, oder? Ich würde sagen, eher so spirituell. Weil du bist ein bisschen spirituell. Ein bisschen. Ich wollte meine Tarotkarten mitbringen. Kannst du Tarotkarten legen? Aber ich muss dir ganz, ich sag dir was. Ich habe ja vor sowas richtig Angst. Ich nicht. Warum ja, hast du Angst davor? Weil ich glaube, dass es Sachen gibt auf dieser Welt, die dazugehören und die ich vielleicht manchmal nicht wissen sollte. Weißt du, die einfach passieren sollen. Weil wenn ich sie vorher weiß, dann sie passieren naja, trotzdem. Also das Tarotkartenlegen ist ja keine, also wir sind ja, oder Menschen, die sich damit beschäftigen, sind ja keine Wahrsager. Niemand kann in die Zukunft gucken. Keiner kennt die Zukunft. Aber man kann sie so ein bisschen prognostizieren und so, das alles, was da in den Karten steckt, ist ja deine Energie. Du mischst die, du fasst die an, dann kann man das interpretieren. Je nachdem, wer da sitzt. Für mich ist das alles eine schöne Spielerei. Aber der Soul Circle ist eher, also ich beschäftige mich dort mit Themen, die den Gefühlshaushalt betreffen. Über die Liebe auch? Auch über die Liebe zu sich selbst. Weil ich finde, dass für Frauen, also ich weiß nicht, wie es den Männern geht, ich bin ja keiner, aber ich kann für Frauen sprechen, für alle, die ich auch kenne, dass wir uns viel zu sehr bewerten lassen und dass wir uns schon auch richtig toll finden dürfen. Habe ich dir das am Telefon erzählt? Das weiß ich gar nicht. Ich habe vor 1996 meinen allerersten Film gedreht und ich erinnere mich noch, dass ich mich bei der Kostümprobe richtig fett fand. Ich dachte so, oh, dann geht es in der Kamera aussieht und so. Ich war super unsicher. Jetzt habe ich die DVD zugeschickt bekommen und habe mir das angeguckt. Ich war ein Klappergestell. Ein Klappergestell. Ja, aber so war es ja bei mir auch, Entschuldigung. Ich war aber ja wie konnte man sich denn da auch nur dick finden? Wer hat einem das denn gesagt? Warum hat mir keiner dass ich einfach bescheuert in der Birne bin. Meine Töchter zum Beispiel, die sind ja schon größer, also die jüngste ist 18, die finden sich super, die würden sich keine Sekunde über ihr Aussehen und über ihr Gewicht sorgen. Ja, aber das ist nochmal,
da ist aber in den letzten Jahren auch nochmal was passiert, ja, wo plötzlich ein anderes Bewusstsein ist, auch nochmal andere Werte. Bei uns ist da irgendwas eingestürzt, ja, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Und das berappelt sich gerade wieder. Weißt du? Ich finde, wir sind sowieso, es würde jetzt vielleicht zu weit gehen, aber ich finde, meine Generation musste für wenig kämpfen. Das stimmt. Ich bin ja eine andere Generation. Ne? Es war alles so da. Es wurde für uns gekämpft vorher, für viele Sachen. Und jetzt war alles so da. Und irgendwie, ach, ich weiß es auch nicht. Mimi, ich muss darüber jetzt nachdenken. Ich muss jetzt nachdenken. Und wir werden das wieder wiederholen. Das Nachdenken, das Gemeinsame? Ne, ja, oder? Ich muss jetzt bin ich wirr im Kopf heute. Das ist doch super. Wirr im Kopf heißt, dass du das jetzt alles aufräumen darfst. Und ich denke an dein Pyjama in der Nacht, wenn ich heute schlafen gehe. Aber das ist doch nur ein Fetzen. Schau. Eben. Es ist nur ein Fetzen. Eben. Da bricht mir der Schweiß aus, sag ich dir. Damit gehe ich nicht schlafen und damit auch nicht. Und damit gehe ich auch nicht schlafen. Ich auch nicht. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich habe mich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr geschminkt. Ne? So. Und jetzt, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich mache mich fürs stille Örtchen hübsch. Ich mag das. Ich möchte mich hübsch machen. Und dann gehe ich auf mein stilles Örtchen und sitze hier und denke, es ist toll, dass es euch alle gibt. Mimi? Du bist toll, Elena. Mach das bloß weiter. Guckt fleißig. Supportet Elena und schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ihr müsst dahinter schreiben, Werbung. Wenn ihr richtig. Wenn ihr so einen Klopapierhersteller, wenn ihr den markiert, das wäre ja perfekt für dich. Es gibt ja so viele Klopapierhersteller. Ja. Und ich meine, Klopapier war ja jetzt für alle von uns ein riesengroßes Thema. Es war immer schon ein großes Thema. Man hat es nur vernachlässigt. Und verdrängt. Und ich möchte sagen, schreibt mir bitte, wer wirklich auf Instagram gekommen ist, um das stille Örtchen zu sehen. Sowas ist wichtig. Und dann Engagement Rate. Weißt du, was eine Engagement Rate ist? Genau. Es ist auch völlig unwichtig, aber unsere Zuschauer, Mimi, die wissen das jetzt. Die wissen, was eine Engagement Rate ist und die wissen auch, wie man das errechnet. Und ihr alle könnt Teil der eigenen Engagement Rate sein. Oh, ich möchte auch ein Teil deiner Engagement Rate sein. Das heißt, ich bin der ausgewiesene Fan. Ganz ausgewiesener, doch, bin ich wirklich, das weißt du auch. Bist verrückt, bist du. Das bin ich aber auch ohne stilles Örtchen schon immer gewesen, weil du eine durch und durch wunderbare Frau bist, von innen und von außen. Du bist talentiert, kreativ, lustig, schön, alles. Ich bin auch ganz schrecklich und ich gehe jetzt ist mir so heiß geworden. In dein schreckliches Leben. Was? Ich sag, du gehst in dein schreckliches Leben, du bist überhaupt nicht schrecklich. Prost auf dich, Elena. Ich gehe jetzt. Mein Schatz, ich denke an dich, ich habe dich lieb. Ich finde ganz toll, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, bleibt noch kurz dran. Ich muss euch gleich noch was sagen. Ich gehe raus. Tschüss. Vielen Dank. Ihr Lieben, ich wollte euch noch ganz kurz sagen zum Thema Postfach. Ich bin ein bisschen zu blöd dazu. Ich habe es eingerichtet. Ich habe es bezahlt. Ich kann sogar den Beweis liefern. Ich war gestern in München. Ich habe in den Postkasten geschaut. Da ist nichts. In meinen Mails ist auch nichts. In meinem Spam ist auch nichts. Es hieß, am 2. August ist es eingerichtet. Ich habe das nicht vergessen. Das wird wirklich kommen. Ich verspreche das. Dieses Postfach wird kommen. So. Ja, am Donnerstag kommt die Ruth Moschner. Da bin ich sehr gespannt, weil die kenne ich nicht. Das erste Frau, die ich, also ich bewundere die im Fernsehen, aber ich kenne die nicht und ich möchte doch auch so gerne moderieren und deshalb habe ich gedacht, da frage ich die mal. So ganz peinlich, oder? Nee, Susa, ich habe immer noch kein Postfach und ich bitte euch, dass ihr nachher Herzen vergebt, wenn ihr auf Facebook seid, dass ihr das auch noch mit gefällt mir. Also das Ganze, den ganzen Account mit gefällt mir und gemeinsam schaffen wir das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich finde ganz toll, dass ihr dabei seid. Das ehrt mich total. Da kriege ich eine ganz große Freude. Und jedes Mal, wenn ich um 21:15 online gehe, dann denke ich, oh Gott, ist heute irgendjemand da draußen da, der zuschaut? Ich habe jedes Mal Angst, ob jemand da ist. Wisst ihr, weil wenn man im Fernsehen ist, dann weiß man ja gar nicht, ob jemand zuschaut. Da ist es ja, kriegt man das nicht mit, aber hier kriegt man das mit.
Ich danke euch. Es war ein wunderschöner Sonntag. Danke für eure Geburtstagsgrüße. Das hat mich total gefreut und geehrt. Und jetzt lasse ich euch schlafen. Es ist 23 Uhr. Es ist sackspät. Und wer morgen arbeiten muss, eine ganz tolle Arbeitswoche. Und ich hoffe, bei euch wird es nicht so heiß, wo auch immer ihr seid. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.